Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Genau da, wo wir aufgehört haben, auf einem Langhals in der Finsternis. Ich könnte mich abseilen, aber ich denke mal, wir gleiten runter. Hui, ich hoffe, das hält jetzt auch bis unten. Oh, was ist jetzt los? Kollege, was ist jetzt los? Okay. Das macht er anscheinend gerne. Da haben wir nochmal so ein dickhörniges Schaf. Und vor allem Speicherpunkt, der ist mir gerade wichtiger. Steine brauche ich nicht noch mehr. Meine Taschen sind voll davon. So, einmal schnell speichern. Und dann entscheiden, wo es lang geht. Unbekannter Unterschlupf. Unbekannte Werkbank. Klingt doch alles ganz vertraut und bekannt. Herdenhinterhalt. Achso, das müssen wir natürlich auch noch machen. Für die beste Rüstung des Universums, die es hoffentlich hier gibt. Ist, glaube ich, der richtige Weg. Gleite. Nicht schlagen. Gleiten. Gleiten. Hui. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Da ist nochmal so ein Sprunghüpfer. Oh, hast du eine Quest? Du wirst mir gar nicht auf der UI angezeigt. Ich habe Neuigkeiten für dich. Ja, was hast du denn? Den neuesten Klatsch und Tratsch? Rüste dich besser gut aus, wenn du ins Utaro-Gebiet reist. Hatte ich vor? Die Tenakt haben überall Angriffe auf Dörfer gestartet. Ich habe gerade Döner gelesen. Maschinen. Aber wie man hört, macht ihnen das Dorf Lusslied im Norden das Leben schwer. Okay. Danke für den Rat. Neue Nebenquest, die starken Wurzeln. Vielleicht könnte Flusslied. Kann sie nicht von meinen Zehen reden? Nee, ich muss mal dringend wieder zum Zahnarzt. Gar kein drauf. Ich spiele lieber hier Horizon Forbidden West. Zumindest im Moment. Bis es anfängt weh zu tun. Oder ich anfange dauerhaft zu lispeln. So, okay, da. So gut, wie es aussieht. Das glaube ich nicht. Das waren ja Bohnen. Heilende Kräuter hier damit. Die haben ja hier noch schönes Essen eigentlich und Rauchbomben. Mildus Leckerei. Die verzehren wir wahrscheinlich vor dem nächsten Kampf. Ich dachte, hier hätten wir zumindest auch noch ein bisschen wertvollen Loot, aber das ist ja alles Mist. Nur Heilpflanzen. Ich meine, Heilpflanzen sind natürlich gut, aber davon haben wir jetzt schon einige. Hier ist noch ein Stürmerareal. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig Stürmer noch beseitigen müssen. Könnten natürlich einen besteigen. Eine unbekannte Siedlung ist da oben. Ja, ja, nur von Stürmern. Wie in der deutschen Nationalmannschaft können die nichts. Doch, inzwischen geht's ja wieder. Ging mal eine Weile nicht. Alles gut bei euch? So, wer hat sich denn hier eingesiedelt? Steinhall. Halt das hier nach Stein, ich speichere mal. Oh, ich bin im Kampf, ich kann nicht speichern. Auf dich auf, Fremde. Danke. Servus, Leute. Servus, Leute. Servus, Leute. Ich würde gerne rein. Kann ich nicht. Du bist diese Fremde. Das sehe ich. Ja, du hast eine schöne Sense. Wieso lasst ihr mich nicht rein? Hallo. Fremde. Steinhall ist nur für Utaru. Da komme ich wohl nicht rein. Mistkerle. Hey, wie läuft's? Nicht gut, ich wollte eure Werkbank benutzen. Jetzt klaue ich alles, was ich hier finde. Kann ich das echt nicht scannen? Ja, da war gerade... Nee, Ziel markieren will ich nicht. Wer hat denn das alles geflochten? Na egal. Da unten ist mein Missionsziel, zumindest mein zweites, mein erstes, die Nebenmission. So. Pflanze nehme ich mit. Und dann mit genügend Höhe. Und der richtigen Technik. Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ja. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larens will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf den Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. Das ist eine sehr gute Taktik. So. Wenn sie hier durchkommen, ist das wohl die beste Lösung. Das ist erstmal der letzte Draht. Das sind schon mehr als genug. Okay. Nee, gut. Speichern müssen wir... Ach, was soll's. Schnell speichern geht doch immer so schnell. Deswegen heißt es so. Ruh dich im Lager aus. Warum das? Ich sollte mich ausruhen. Auf die Herde warten. Na, hab ich gemacht.
Und was haben wir hier? Nehme ich alles. Na, kommt raus, ihr Herdengeschöpfe. Wo seid ihr denn? Seid ihr da? Nee, das war nur eine Ziege. Nicht weglaufen. Ich sehe keine Herde. Was ist denn das? Nicht identifiziertes Signal. Das ist aber nicht gut. Kann ich mich nochmal ausruhen? Nö. Ah, Panzerwandererherde kommt näher. Na, gut zu wissen. Da kommen sie schon. Also das ist kein Panzerwanderer. Ich schätze mal, die werden begleitet von Salamandern. Haben sie Fallen entlang des Durchgangs gestellt. Die kann ich benutzen. Ihr habt Fallen gestellt, ich habe Fallen gestellt. Daten aus einer Brutstätte, wenn ich eine finden kann. Ja, das klingt gut. Wieso scannen die jetzt alles? Das weiß ich auch nicht. Ihr sollt doch weitergehen. Seid ihr Geleitschutz? Gefällt mir aber nicht. Und ich dachte, da hätte ich Fallen aufgestellt. Ah, wahrscheinlich hier eher nach links. Ja, das ist doof. Wenn sie jetzt einfach gerade ausgehen. Da ist nur ein Panzerwanderer. Oh shit, du gehst tatsächlich nach oben. Dann habe ich ja kompletten Mist gebaut. Säureanfälligkeit, hallo? Wäre nicht der Erste, den wir ausschalten. Oh, der hat Bums. Muss man ihm lassen. Schock. Mist, zu weit weg. Wieso haut der ab? So. Ist wohl nicht mehr so fies. Ah, shit, vermasselt. Oh. Kollege. Was soll denn das? Feuerjägerbogen. Säurejägerpfeil. Das klingt besser. Nehmen wir mal den. Also du bist schlimmer als die anderen, die ich kenne. Komm schon, Bauteile abschießen. Bald haben wir ihn. Bald haben wir ihn. Magst, dass seine Begleiter sich nicht wundern, wo er bleibt. Und wahrscheinlich einfach weiter marschiert sind. Komm schon. Mach dein Schild aus. Keine Munition. Können wir ja nachcraften. Au, 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 au. Komm schon. Was leuchtet an dir denn noch? Dein Schildgenerator auf jeden Fall. Den hätte ich gern. Mist. Mist, Mist, Mist. Komm schon. Also irgendwie ist der gerade dämlich. War's das schon? Wuhu. Wir haben es geschafft. Ach, da hinten sind die Salamander-ähnlichen Viecher. Und ich wollte doch gar nicht mit Säure schießen. Anscheinend funktioniert das auch relativ gut. Zeig mal, was an dir so leuchtet. Au, ich höre nichts. Aloy, Heilung! So. Der steckt also den Kopf in den Sand. Hey! Kannst nicht einfach da rausfeuern aus deinem Loch. Ja, das passiert mit den besten Dinos. So, voll in die Phrase. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Hier bin ich fertig. Ich muss Na, wunderbar. Sagen, dass eine Crew die Panzerung abholen kann. Ja, das kriegt man noch hin. Ja, damit. Rohstoffbehälter. Ja, damit. So, das scheint geklappt zu haben. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen was hiervon mit. Nehme ich mit. Ja, das klingt gut. Und ich glaube, das hätten wir auch verwenden können. Das waren also die Fallen.
Mensch, manchmal sollte ich da vorscannen. Ja, und ich dachte tatsächlich, die kommen da lang. Naja, kann man ja auch gehen. Oder reinlaufen. Yeah. Zumindest einmal habe ich was Gutes gemacht. Ich habe aber noch leichten Schockstatus. Okay, die kann ich nicht mitnehmen. Sprungschläger, bla bla bla. Was haben wir hier? Steinhall, da kommen wir nicht rein. Karja-Lager. Wo hockt denn der Typ da hinten? Kann ich dahin schnell reisen? Wahrscheinlich nur vom Lagerfeuer aus. Ah, hier ist ja eins. Da ist doch eins. Dafür brauchen wir mal so ein Schnellreisekit. Dann ist die Quest nämlich auch abgeschlossen. Ja, weiß, ich habe schnell gespeichert. Das war nicht ideal. So. Reisen auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollen wir dahin. Ich will nämlich sehen, was wir für eine Rüstung bekommen könnten. Fortfahren. Jägerin. Ja. Ja. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Bitteschön. Panda, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Schön für dich. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Na gut. Was meinst du? Alarmantennen? Plünderer? Alarmantennen? Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Ja, das klingt gut. Ich habe schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Ich Dann kann doch gar Glück. Nicht lesen. Sie können die lesen und schreiben. Und Erzähl Plünderer. Mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ja, klingt gut. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Hör auf, den Vertrag anzusehen. Wir machen das einfach. Handeln. Was hast du denn? Schnellreisepaket? Kostet 25 Metallscherben. Kaufen. Wie viel? Boah, mach mal so viel. So, was hast du denn noch? Rohstoffe braucht man, glaube ich, nicht. Obwohl. Du hast legendäre. Wie viel kosten die denn? Bearbeiteter Metallblock. Kostet 3 und ich habe 16. Haupt-Upgrade-Rohstoff. Ein intakter Metallstoßzahn, der von einem Dornrücken abgerissen wurde. Wieso kann ich mir die denn leisten? Langbeinflügelbrenner. Okay, das braucht man vielleicht nachher erst. Aber wenn er es jetzt verfügbar hat, kaufen wir es doch mal. Dornrücken, Stoßzahn. Krallenschreiter, Klingenschweif. Weiß echt nicht, was der Metallblock bringt. Oh nee, das war schon. Ah, Mist. Sehr schön. Na gut. Ja, gern geschehen. Viel Spaß mit dem Metallblock. Ja, brauchen wir nicht alle die richtigen Teile. So, du bist eine Krähe. Och, das mache ich jetzt sehr ungern. Krähen sind doch so intelligent. Ich mag Krähen. Sind mein Spirit Animal. Na gut, außer dass ich nicht so intelligent bin. Obwohl mit einer Krähe, obwohl ich will mich hier nicht selbst loben. Es gibt bestimmt auch schlaue, sehr schlaue Krähen. Mit denen kann ich mich dann wieder nicht messen. So, dann gehen wir nochmal in dieses unbekannte Stürmerareal. Ich sollte mich die Verträge bei Gelegenheit durchlesen. Warum? Worauf ich mich eingelassen habe. Echt? Bei dem muss man die Verträge lesen? Oh oh, ich wurde entdeckt. Ja, dann macht ja nichts. Halt die Klappe! Und gib mir deinen Loot. So. Hab gerade sehr viel ausgegeben anscheinend. Noch ein Fuchs. Da werde ich ganz fuchsig. Und Rebellen, die normale, gute Menschen angreifen. Das kann man nicht zulassen. Schwimm! Wir müssen ihnen helfen. Sie haben es auf die Osseram abgesehen. Wer ist mein Gegner? Hey.
Ja, keine Gnade gegen euch. Könnt doch nicht einfach Unbewaffnete angreifen. Wo bist du hin? Das tut mir jetzt nicht leid. Immer schön auf die Schnauzen. So, durchsuchen. Oh, da waren viele Metallscherben drin. Oh, hier nur 14. Was heißt Glück? Die Retterin hat euch geretterinnt. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Ja, das dachte ich mir auch. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Mhm. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Es gibt gewisse Differenzen. Ich bin mir wirklich sicher. Aber einen Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber ja. Alles voller seltsamer roter Kristalle. Oh. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Das klingt nach einer sinnvollen Idee. Ich sollte unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Ja, mach das mal. Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Hat der gerade einen Herzinfarkt? Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Ja. Hoffentlich nicht. Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Na gut, Aloy kann manchmal so kaltherzig sein. So, Metallscherben und speichern. Ich speichere zu gern. So, da sind nochmal Sachen. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Die Tür ist wohl verschlossen. Ja. Vielleicht führt noch ein Weg rein. Ach, schau, wieder so eine Ruine. Na gut, diesmal sind wir drauf vorbereitet. Wir wissen, dass wir mit Kisten interagieren können. Das sollte jetzt ja nicht so lang dauern. Okay. Echt, die haben es nicht gefunden, dass es hier reingeht. Komm schon, Aloy, stell dich nicht an. Ich will den Loot. Aloy, da oben ist eine Kiste. Die leuchtet blau. Und was ist das? Irgendein Relikt ist da drin. Ja, vielleicht wieder so schöne Kleeblätter. Metallscherben, Bronzebarren. Wofür brauche ich denn Bronzebarren? Ist hier Grünglanz? Da ist Grünglanz. Ich muss den Grünglanz vorsichtig lösen. So, das kann man doch bestimmt... Oh, diese ganzen Mechaniken hier. Weiß doch gar nicht mehr, wo der... Echt, das geht nicht? Kann mit Zugwerfer entfernt werden. Das habe ich doch gerade probiert. Aber wahrscheinlich von der anderen Seite nur. Nee. Komm schon. Hab was geschafft. Wieso leuchtet das hier alles noch so grün? Das finde ich ein bisschen irritierend. Weil jetzt eine Grünglanz-Stirnlampe. Auftreten! Ah, das sorgt für bessere Belüftung. So. Diese Kiste könnte nützlich sein. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Komm mal vielleicht da nach oben. Wer weiß das schon, was das Spiel hier wieder für Ideen hat, wo ich rauf muss. Liegt hier noch was drin? Sieht nicht so aus. Komm, Aloy, wieder raus hier. So, dann probieren wir mal. Nein! Und ich dachte, das wäre die Rätselslösung. Vielleicht müssen wir die nach hinten schaffen. Wir können ja generell erstmal schauen, ob hier in diesem Haufen Mist noch was liegt, was kein Mist ist. Nein. Na, guck mal. Und da gibt's gelbe Elemente. Und da gibt's ein gelbes Element. Dann gehen wir doch erstmal. Vorsichtig! Okay. Was macht denn der starke Wind?
Bliest er uns um? Solange er die Kiste nicht wegweht, ist doch alles gut. Und hier geht's dann nicht weiter, doch. An der Wand wachsen rote Kristalle. Ja. Ich glaube, da kann ich im Moment nichts machen. Das ist Pech. So, und hier ging es natürlich auch noch nach oben. Aber es kann sein, dass wir wirklich erst später reinkommen, wenn wir mit den Kristallen hantieren können. Tja, solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, kann ich nicht viel tun. Na gut. Ich gehe erstmal weiter. Ja, das klingt doch sinnvoll. Erstmal hier scannen. Liegt da noch was Wertvolles? Will noch was umgebracht werden? Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen. Hi. Bleib mal stehen. Dankeschön. Der ist schön lang stehen geblieben. Da kann man sich nicht beschweren. Ich suche doch die ganze Zeit schon nach Brutstätten. Ja, die sind ganz gut versteckt. Hör mal auf zu springen. Boah, traut sich da ein Sturm zusammen. Ja, bestimmt nicht gut. Sieht aber schon faszinierend aus. So, dann mal zum Hauptquest-Wegpunkt. Wird auch Zeit, die weiterzumachen. Kriegt mal besseres Zeug hoffentlich. So, da leuchtet was genau? Ein Schrotthaufen und ein Plünderer. Okay, die muss man natürlich erstmal hier looten. Ich werde entdeckt, das ist schlecht. Vielleicht können wir den hinten ausschalten. Und zwar heimlich. So heimlich wie möglich. Ich bin aufgeflogen. Na gut. So viel zur Heimlichkeit. Hat trotzdem irgendwie geklappt. So, dich nehmen wir mit. Und hier war ich, mal aus. Au, 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 au. Helf, helf, helf. Gesundheit. Ah, ich lasse zu spät los teilweise. Oh, der Sturm wird echt schlimm gerade. Dann müssen wir schnell looten. So. Nehmen wir natürlich mit. Da liegt auch noch was Blaues im Schrotthäufchen. Reinholz, Reinholz, Reinholz. Mag's, dass es hier einfach bündelweise steht. Macht das Looten echt angenehm. So, das war doch mal sehr erfolgreich. Wenn wir das hier noch mitnehmen. Und dann auf zum Wegpunkt. Nur noch 700 Meter. Durch diesen Kacksturm. Naja, vielleicht zieht er ja weiter. Oder wir können ihm davonrennen. Wie in The Happening. Ich dachte, ich hätte was Lilanes, Kristallmäßiges gesehen. Nein, es war eine Heilpflanze. Wenn ich deswegen schon vom Weg abkomme, nehme ich die wenigstens mit. Hey Leute, alles gut? Ist nur ein bisschen Sand. Kann man eigentlich auch auf Ziegen reiten. War ja bestimmt lustig. Sind das Stürmer? Die sehen ein bisschen größer aus, die Oschis. Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Ich will sie aber eher überschreiben, dass wir reiten können. Da oben ist auch eine kleine Siedlung, glaube ich. Ja. Du gehörst jetzt mir. Hast ein Aloy-Brandzeichen bekommen. So. Dann mal hopp, 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 hopp. Komm schon. Ist nur ein bisschen Wind. So, da oben ist unbekannter Rebellen-Außenposten. Da hat was gescannt, okay. Ist egal, erstmal zum Wegpunkt. Ein Unterschlupf. Ich kann mich ausruhen und meine Ausrüstung überprüfen. Hinfort mit euch. Runter mit dir. Boah, sind das fiese Fieslinge. Was seid ihr überhaupt? Schauen wir uns gleich an.
würde nicht sagen, dass ich die per se kenne. Das sind wieder diese Kängurus, oder? Nein, mein Reittier. Na gut. Da ist doch irgendein Mensch noch dabei gerade, der ruft. Au! Ach, ihr helft mir, das ist aber lieb. Der explodiert gleich. Den habe ich gut getroffen. Annähernd. Nein, Heilung. Wo versteckst du dich denn wieder? So, Sprungschläger. Ja, damit. Nein, mein Reittier. Oh, ich kann dich reparieren. Oh, das kostet mir zu viel. Ich hole mir neues. Entschuldigung, Kollege. Ich treff doch. Ah, Pfeilverschwendung. Tut mir leid, dein Bein ist gebrochen. Ich habe keine Wahl. Ah, ich kann es nicht beschädigen. Das ist allerdings Pech. So, erstmal wieder Heilpflanzen einsammeln. Ohne die mache ich hier gar nichts mehr. Und vor allem nicht lange. Da das haben wir welche. Ich gern mit. Ja, ich auch. Das Seine ist aber ein cooler See. Zu diesem Wrack zu passen. Hat oh, vielleicht. Hades auf noch einem Titan installiert? Woher soll man das denn wissen? Kann ja nicht alles wissen. Okay, hier unten liegt was. Wie soll ich denn da rankommen? Da wird doch nicht einfach Loot hops gegangen sein. Heute eine Schaufel? Hallo? Loot? Nein. So. Ich brauche doch Hilfe-Items, keine Steine. Auch keine Bohnen. Also nicht unbedingt. Na gut. Vorhin waren die in ganzen Scharen zu sehen, da ist hier noch... Nee, wieder Bohne. Ist egal. Vielleicht ist es eine Heilbohne. Steck sie mir mal hinten rein und lass euch davon wissen, ob es was gebracht hat. So, und ich wollte mal auch noch looten. Fragezeichen unbekannt. Lagerfeuer bekannt. Heilpflanze. Hier haben sie sich versteckt. Für die Jagd. Rebellen, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Das kann man natürlich auch gern machen. Dann crafte mal nach, was nachzucraften geht. Vor allem Feuerpfeile. Und diese schönen Speere, die echt viel kosten. So, Heilpflanzen. Wer ist der Anführer von euch Idioten? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir bekämpfen einfach alle. Da sind wir auf der sicheren Seite. Lass niemanden hier vorbei. Warum übernimmst du nicht? Todbringergewehr, das braucht man natürlich. Das war's mit dem Schleichen. Dieser Soldat ist schweren. Ich brauche Hilfe! Das muss der Boss sein. Ich fand das doch auf. Au! Du bist erledigt, Fremde. Sie ist Bin verletzt. Ich nicht. Nein! Aufstehen! Aloy! Das habe ich mir besser vorgestellt. Frier sie ein! Au! Nein, den wollte ich doch haben. Wo bist du, Lady? Alles okay. Nein, nicht die nächste, sondern meine Waffe. Meine Waffe. Die wollte ich klauen. Nein! Mist. Das ist doch alles Mist hier. Essen. Sehr gut. Essen hat geholfen. Her mit dem Todbringer. Wer erwischt jetzt wen? Alles wunderbar. Komm schon, kühl ab. Kühl ab! Das war's schon. So eine Scheiße.
Das habe ich mir definitiv besser vorgestellt. Zum Glück hat man was zu essen. Und gleich noch was. Du bist ganz nah, oder? Ich bin ganz nah. Ja, und wo bist du? Da oben? Dann finde ich aber nicht sehr sympathisch. Komm runter. Oder bist du nicht hier oben? Doch, bist du. Hi. Nahkampf. Mit dem Bogen. Direkt in die Schädeldecke. Kann nicht gesund sein. Irgendwas da oben zum Looten? Nö. Waren das schon alle? War doch gar nicht so schlimm. Bis auf, dass ich es am Anfang vercheckt habe. Ja. Jetzt haben wir wieder Hilfe-Items. So soll das sein. Ein Verderber. Noch ein Verderber. Ich bin eher der Verderber, was die Leute hier angeht. Hab den schließlich alles verdorben. So. Speicher noch nicht verfügbar. Schade eigentlich. Wurden nach Ersatzteilen ausgeschickt. Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Das wäre doch eine gute Idee. Da hinten ist auf jeden Fall noch Zeug. Und hier ist Zeug. Eine verschlossene Truhe. Zum Glück ein Schlüssel. Was haben wir hier? Soldatenmarken? Sehen die Identifikationsmarken aus. Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Möglich. Ich nehme sie erstmal an. Alter Motorraum, innenliegendes Frachtlager geschützt. Sollten die Rebellen von hier verschwinden. Doch, aber irgendwas. Ich muss mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Wir kümmern uns um sie. Okay, das haben wir hier nochmal. Ist ja praktisch. Loot direkt eingebaut. Oh, da liegt was Gutes drin. Ne, Rolex und Metallscherben. Jetzt geht's los. Mit was? Also damit. Na doch, kein Problem. Bleib mal stehen, Kollege. Ah, das hat nicht gut getroffen. Das auch nicht. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Was ist denn das hier? Sieht aus wie eine kleine Drohne. Da oben. Das ist eine Drohne. Eine Art Drohne. Ob die dieses Gebiet überwacht? Ich schätze mal ja. Vielleicht bringt sie nützliche Daten. Aber wie komme ich da hoch? Du stellst Fragen, Kollegin. So. Nehmen wir mit. Nicht identifizierbares irgendwas. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir nicht mit. Gibt nichts mitzunehmen. So, Metallscherben. So, Signal. Hallo? Vielleicht sollte man dem nachgehen. Ich sehe auf jeden Fall jetzt nicht mehr unbedingt Feinde in dem Gebiet. Die brauche ich ganz sicher noch. Das glaube ich auch. Oder ist das der letzte Feind? Der letzte feindliche Kollege. Irgendwie treffe ich den aber nicht. Komisch. Immer auf die Hörner. Na, treffen tue ich damit. Ah! Okay, das war tatsächlich das letzte Reittier. Dann ist der Außenposten abgeschlossen. Das gefällt mir. Glaub, dann können wir jetzt da auch speichern. Nehme ich mal an, dass das irgendwie so damit zusammenhing. Da haben wir noch das Signal. Da haben wir einen Greifpunkt. Da haben wir auch einen Greifpunkt. Da drüben wird die Drohne sein. Egal, wir speichern erstmal. Na, also. Okay, hier sind zumindest keine verbündeten Leute eingezogen. Das hat man ja im ersten Teil öfter gehabt. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir die Drohne da irgendwie zu fassen kriegen. Kann ich die nicht einfach abschießen? Wir werden es rausfinden. Oh, nicht getroffen. Nicht getroffen. Vielleicht mit dem Scharfschützenbogen. Das hier bringt überhaupt nichts. Oh, schade. Oh, was ist das für ein Vieh? Was ist das denn für ein Vieh?
Donnerkiefer, oh je, oh je. Glaub euch, Kämmer, was ist schlecht gegen euch? Schwach gegen Säure. Dann passiert das Ungeheure. Na gut. Hoffentlich gehst du drauf, bevor ich drauf gehe. Wieso hast du denn so viel Leben, Kollege? Glaubt, das wird noch nix. Dann brauchen wir ein bisschen bessere Waffen. Aber vielleicht mit der richtigen Strategie. Mit genügend Pfeilen. Ne? Oh. Okay. Besser. Also die Drohne ist gefährlich. Das können wir schon mal notieren. Dann gehen wir mal hier nochmal ein bisschen weg. Ja. Ach, da ist das Donnerteil. Ist das mir tatsächlich gefolgt? Oder bist du neues? Ja, das magst du gar nicht, was? Hätte ich auch die Rebellen hetzen sollen. Also, das können wir uns schenken. Das bringt noch leider nicht so viel. Reise zu den Koordinaten. Ich versuch's, ich werde halt gerade angegriffen. So, hoch mit uns. Aber pronto. Komm schon. Hätten auch wahrscheinlich schneller außenrum gekonnt. Ist egal. Hier kann uns die Maschine nicht verfolgen. Kann uns erwischen, aber nicht verfolgen. So, vielleicht haben wir es ja geschafft. Feuert eh nicht mehr auf uns. So. Sind wir irgendwie in der Nähe? Ja, das sieht gut aus. Und hier mit dem Reinholz. So, da oben hat man, glaube ich, nochmal eine Ruine. Was ist denn jetzt los? So, was müssen wir nachmachen? Bisschen was von allem. Bisschen was von allem. Ein Glück haben wir so viele Ressourcen aufgesammelt. Und die machen wir auch noch. Ne? Bisschen schneller herstellen, bitteschön. So. Dann schauen wir mal, was uns hier Leid zufügen will. Eventuell das Signal da hinten. So ein Vögelchen. Ja, ja. Dann kriegt man irgendwie hin. So, und was ist das hier für eine Art Staub, die da rumstaubt? Ein normaler Gräber ist da. Na gut, dann gleiten. Na, ich gleite nicht sehr gut, habe ich so im Gefühl. Dann gehen wir mal da hinten hin. Hey. Nicht zu schnell absinken. Noch mehr Ruinen. Ah, da ist hoffentlich mal für uns wieder gutes Zeug drin. Der lebt ja noch, der Kollege, oder? Nö. Nö, nö. Glück gehabt. Pflanze. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Ah, das wollen wir doch hoffen. Was seid ihr? Breitschlund. Und was könnt ihr? Seid ihr arg aggressiv? Ach, ich sollte immer schauen. Schwach gegen Frost. Stark gegen den Rest. Vielleicht finde ich etwas unter Wasser. Du bist auch so ein Riesenvieh. Ich glaube, wir sind noch definitiv zu schwach hierfür. Obwohl, einen könnten wir kriegen. Der hat echt einen breiten Schlund. Boah, nicht einsaugen. Das war schon mal nicht schlecht. Das geht auch. Oh, die Hauer. Zeig die Hauer. Oh, das war richtig gut. Hauer. Oh, Mist. Ja. Den Hammer. Jetzt brauchen wir nur den nächsten Kameraden. Die sind wieder gegen Frost zu labil. Leider habe ich noch keine Frostpfeile. Und kann kein Frost nachmachen.
Shit. Nee, Scharfschützenpfeile sollten auch viel bringen. Ist zumindest ein Bogen, der relativ viel Schaden hat. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wo willst du denn hin, Kollege? Du hast einen Freund mitgebracht. Finde ich aber nicht cool. Ich sehe nichts. Hat anscheinend für ein bisschen was gelangt. Boah, erstmal raus hier aus dem Gehölz. Sonst ist es mit der Sicht wirklich so eine Sache. Schockpfeile sollten wir auch uns mal anlachen. Okay, der ist down. Was haben wir hier? Bist du wieder so ein flotter Hüpfer? Na, das sieht danach aus. Scheiße. Weg hier. Weg hier. Wir sterben ja gleich. Oh. Boah, das war knapp. Voll ins Auge. Vielleicht mit normalen Pfeilen. Ich will doch nur meinen Breitmaulfrosch da looten. Seid ihr fies? Wieso hast du noch so viel Leben? Ich dachte, wir hätten dich beinahe. Shit. Komm, schalt ihn doch aus. Da ist doch extra der Trigger. Definitiv besser. Ja, das sieht besser aus. Wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet? So, raus hier. Irgendwie raus hier. So. Den Kollegen will ich looten. Der hat gar nicht so gutes Zeug dabei gehabt. Dafür, dass er mir hier so Mühe macht. Hör mal auf zu hüpfen. Bist denn so schlecht zu treffen? Ja, du mit deinen Schockladungen. Das kann ich auch. Oder auch nicht. Komm schon. Shit. Lass mich doch nicht so vom Billo-Dinger ausschalten. Vielleicht ja doch. So langsam ist es mit den wertvollen Ressourcen und Health-Items ein bisschen problematischer. Da hilft nur noch die kurze Flucht, bis wir geheilt sind. Doch nicht ins Wasser. Vielleicht doch ins Wasser, aber schneller. Vor allem hilft das nicht gegen Vögel. Boah, ey. Ganz schön fies, die Dinger hier. So. Erstmal Inventur. Kühlsaft haben wir nicht. Warum auch? So. Wer will aus Maul? Der da oben garantiert. So, der ist ja schon mal down. Den müssen wir jetzt nur rechtzeitig erreichen und das wird nichts. Doch. Nein! Komm schon. Brauch einen stärkeren Bogen. Sonst muss man Bogen um die Dinger machen. Bist du tot? Ja. Puh. Unangenehm. Hier ist doch ein Health-Item. Ja, damit. Ja, damit. Sehr schön. Mit den Bohnen kann ich mir, wie gesagt, nichts kaufen. Von den Bohnen. Mit den Bohnen. Für die Bohnen. Ah. Das war schon ein bisschen knapper, die ganze Aktion. So, Health-Item, Health-Item, Steine. Was bist du? Nee, du bist kein Stein. Ja, dann nehmen wir zuerst den Stein. Scan-Einheit. Ja, damit. Oh nee, Vogeleinheit. Vogeleinheit. Ach, das war der angefrackte Vogel. Den kriegt man auch noch. Der hat so wenig Leben. Ah, will ich wohl meinen. Okay, der ist auch draufgegangen. Irgendwie zumindest. Ja,
Her mit dem ganzen Zeug. Puh. Da habe ich echt ein bisschen Schiss bekommen, dass wir das nochmal machen dürfen, weil wir es nicht schaffen. Aber wir haben es irgendwie hingedeichselt. So mache ich die Sachen am liebsten. So, da haben wir noch eine schicke Pflanze für schicke Farbe. Reinholz. Okay, der ist definitiv tot. Da unten sind definitiv Sachen. Na, das konnte ich auch noch scannen. Alte Vorratskiste. Da wissen wir schon mal, was unter uns liegt. Ansonsten haben wir da einen Lohebehälter. Den könnte man wahrscheirlich auch noch... Zu suchen. Die suchen noch nach uns. Warum das? Habt doch alle besiegt. Alle in die Fresse geschlagen. Den noch nicht. Was bist du? Oh, nicht nochmal einer von dir. Was machst du im Wasser? Außer zu sterben gleich. Ich mag den Scharfschützenbogen. Wenn er nicht so wenig Munition hätte. Ich habe doch auch meine Kugelsalve. Wie geht das? So. Wird schon treffen. Zum ersten Mal eingesetzt, nachdem ich mich dran erinnert habe. Das ist ja cool. Ich glaube, jetzt habe ich keine Pfeile von dem Typ mehr. Das war es mir wert. So. Ja, mit dem Zeug. Und jetzt suche ich ganz dringend ein Lagerfeuer. Ja, ich werde auch unterwegs gerne abgeschüttelt. So. Nein. Lagerfeuer. Das ist das Lagerfeuerlied. Wir brauchen Lagerfeuer. Und Health-Items und mal ein bisschen Ruhe und Frieden hiervon. Kann doch nicht sein, dass sie hier keins platziert haben. Da hinten ist zumindest was unbekannt. Wird kein Lagerfeuer sein, aber irgendwas wird es ja sein. Hoffentlich kein Platz, wo noch mehr Dinos leben. Residieren ist, glaube ich, das richtige Wort. Zumindest das Vornehme. Oh nee. Nee, lass mal, da ist noch so ein breitmäuliger Ding. Hier ist echt kein Lagerfeuer mehr in der Nähe. Außer das da, aber da ist das nicht. Macht keinen Unterschied, was wir da zuerst anvisieren. Egal. Komm, kannst du echt nicht hier rüber? Ich vergaß. Das geht ja teilweise nicht. So. Dann rennen wir mal. Hoffentlich auch noch in die richtige Richtung. Das sieht zumindest annähernd richtig aus hier. Hoch mit dir. Rüber. Nicht so träge. Ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viele Skillpunkte, die wir beim nächsten Mal einsetzen werden. Alter Außenposten zur Verteidigung. Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erbeuten. Verwüster und irgendwas anderes. Nein! Shit. Nein! Ich war hinter der Kante. Aber wir sind zum Lagerfeuer gekommen. Ich glaube, wir haben nichts von dem Fortschritt behalten. Vielleicht ein bisschen was. Ah, so ein Mist. Können kurz auf die Map schauen. Deswegen speichere ich so gern so oft. Weil genau sowas dann passiert. Ich denke, das ist für uns noch annähernd gut gegangen. Das Spiel ist da relativ... Niemandsland-Ornament, achso. Das Spiel ist da noch relativ locker. Aber am Lagerfeuer sind wir auch nicht gespawnt. Da gehen wir jetzt noch kurz hin. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Ist eh ein bisschen länger, als ich wollte, aber war viel los. Deswegen, da liegt noch Grünglanz, den nehmen wir noch mit. Dann gehe ich zum Lagerfeuer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.